Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen weiter. Wir sind unterwegs zu Mr. Ollivander. Wir brauchen einen Zauberstab, würde ich sagen. Aber sind die? Ist das Ding drin? Wissen das? Da ist die Revelo-Seite. Froschleichseife. Geil, okay. Okay, so keine Säufenblasen, das sind Ballons. Ja, ich würde aber. Ich mache mich mal hier raus und es komme ich gar nicht mehr raus. So. Wir sollen Mr. Ollivander nach seiner Meinung fragen. Ich hoffe, er hilft mir mit dem Zauberstab der Hüter. Das wäre total toll. Zauberstabbeherrschung. Moin! Hallo, Mr. Ollivander. Ich habe mich gefragt, ob Sie mir bei etwas helfen können. Ja, Professor Fig hat mir mit einer Eule mitgeteilt, dass Sie kommen würden. Sehr gut. Etwas kryptisch, sagte, ich müsste einen besonderen Zauberstab für Sie herstellen und dass Sie die Materialien hätten. Ja, Sir. Hier sind Sie. Oh, wie außergewöhnlich. Bemerkenswerte Form. So habe ich wirklich noch nie einen Zauberstab angefertigt. Zerbrochene Zauberstäbe repariert, ja, aber das ist etwas ganz anderes. Sie halten mich ganz schön auf Trab. Ich denke, ich kann mit dem arbeiten, was Sie mir gebracht haben. Ich sehe es mir an. Ist fertig. Das ging aber schnell. Das ging aber verdammt schnell jetzt gerade. Ich sollte Sie warnen. So einen Zauberstab habe ich noch nie gesehen. Mein Verdacht, wie Professor Fig in seinem Brief andeutete, ist, dass er einem ganz besonderen Zweck dient. Ansonsten ist er wohl kaum zu gebrauchen. Ich verstehe. Danke, Sir. Ich fürchte, du bist allein. Ich habe dafür gesorgt, dass wir einen Moment ungestört sind. Ach, ich bitte dich. Kein Grund zu übertreiben. Nach allem, was Renrock jetzt weiß, musst du zugeben, dass wir die gleichen Ziele verfolgen. Unsere Ziele werden nie die gleichen sein. Du überlässt den Kobolden, was rechtmäßig uns gehört. Das letzte Behältnis gehört allein den Zauberern. Wir sollten zusammenarbeiten. Was hast du denn da? Hat dein Besuch beim Zauberstabmacher mit unserem gemeinsamen Ziel zu tun? Nein. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie meinen. Dieses Behältnis ist mein Geburtsrecht! Charles Rookwood würde Sie nicht mal in der Nähe wollen. Wie überheblich.
Ich hätte einfach nicht mit einem Kind diskutieren sollen. Ich sage ja immer, Kinder sollten gesehen werden und nicht gehört. So. Ich glaube, wir dürfen jetzt kämpfen, wa? Absichtlich wollte ich euch dich nehmen. Ja, geil, jetzt haben wir natürlich noch einen fetten Kampf hier dabei, oder was? Nimm mal das hier. Nicht auf den Sack, ey. So, tschüss. Aber wer nervt mich denn da die ganze Zeit? Du nervst mich die ganze Zeit. Ich werde nicht gut. So, ich muss noch meine Flüche umstellen, bitte. Sag mal, komm ich mit. Hab ich jetzt nicht gesehen? Nein, vergesst das immer wieder. So, jetzt ist irgendwann mal gut hier. Wo ist denn noch einer? Da ist noch einer. Wow. Das ist ja. So. Jetzt geht die Nummer schon wieder los, oder was? Wow, wir haben Hoko als Gegner sogar. Ich
Warte mal, warte. Wenn die so nah aneinander stehen, will ich Feuer haben. Hab ich Fokus schon weg? Nein, hab ich nicht. Ich hab fast keinen Dings mehr. Peri ist das noch dabei. Leben am Limit, Alter. Ich muss die scheiß Viecher mal wegnehmen. Nein! Scheiße. Hab ich geraten, ich hab wieder Wookput als Gegner. Ich glaube, den habe ich aber schon da, oder? Hier sollte ich mich. Ja, natürlich. Wie viel sind das an Gegnern?
Boah! Jetzt geht die Nummer wieder los, oder was? Scheiße, diese scheiß Blitze. Da bist du einer. Jetzt hörst du, kommst du noch, oder? Ich hab dich doch schon gehabt. Ja, das ist die zweite Welle. Die hatte ich schon, die erste Welle. Nimm mal bitte den mit. Das ist ja weg. Nee, natürlich nicht. Geh weg damit. Ich hab ihn geschafft. Meines Wissens. Wow. Zauberstabbeherrschung abgeschlossen. What the fuck? Rookwoods Herrschaft ist endlich vorbei. Ich muss Natty gleich eine Eule schicken. Aber erst muss ich zurück in die Kartenkammer und Fig berichten, was passiert ist. Ja, aber jetzt erstmal kurz gucken, ob hier noch irgendwelche Sachen ist. Hauch der Toten. Ja, dann mache ich jetzt noch irgendwo eine Truhe, die ich vergessen habe mitzunehmen, die ich noch gerne mitnehmen würde. Oder wo ist denn die? Hier hinter. Alles klar. Der war mit. Nicht der beste Ort, so ganz ohne Begleitung. Mega Power-Tränke sind immer gut. Deswegen sage ich ja, ich gucke gerne noch mal schnell durch, ob hier noch irgendwas liegt. Rebellion. Gerade weil hier ja. Nochmal Mega Power Tank. Ne, es ist immer wichtig, nochmal da hier nochmal ein bisschen rumzugehen.
Und es war wirklich knapp. Ich hätte es wahrscheinlich sogar schon beim ersten Mal geschafft. So, habe ich alles jetzt oder da vorne ist noch irgendwas? So. Gucken wir gerade nochmal durch. Habe ich nicht irgendwas übersehen? Hier liegen noch Sachen. Hier ist noch eine. Sagst du mich faxen? Ich komme hier nicht ran. Ich komme da nicht durch. Das ist die andere Seite. Okay. Rebellion. Gut. Wir reisen zurück nach Hogwarts. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas ist. Wir müssen wahrscheinlich wieder runter. So, gucken wir mal, was wir Aufträge noch haben. Wir müssen eh warten, bis wir Level 28 sind und dann ist es halt so. Aber da Kadabra kriegt Level, wie gesagt, erst hier mit Level 28. Hier haben wir noch die Fokussierung und ja, das letzte Verhältnis ist ja das. So, ich würde sagen, wir trotzdem machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Hogwarts Legacy.